Meine Güte, was hast du denn hier getrieben? Was ist denn hier los? Wir werden direkt angegriffen und rausgeworfen. Dabei wollte ich doch heute einen illegalen Boxkampf. Wieso angeschissen und ausgetorft? Du, das ist aber eine Technik, das war 72, ne? Da hat man mal schön in den Fikus geschissen und den dann nach draußen umgetorft, ne? Aber ich weiß nicht, was du redest jetzt wieder du meinst. Schon wieder von irgendwelchen... Das war hier ein Boxertreffen. Von irgendeinem Botaniker-Club oder sowas. Alter, hier geht's um Leben und Tod. Du Vollidiot. Was für ein Afrikaner-Club? Ja, nicht Afrikaner, Botaniker. Wir sind ein gemischtrassiges Boxunternehmen. Guck mal, hier, ja, kannst hier kann jeder mal boxen. Einen Gaetana holen. Bumm. Ja, einfach mal einen Arm geschleudert. Findest du es Cheat? Das ja gut, Katana, kein Katana. Kein Katana. Ja, ich weiß auch nicht, wo du es jetzt hingeschleudert hast. Ich hab's einfach mal weggeschleudert. In die Ferne. Katana ist illegal. Er sagt, das ist Cheat. Denkt so, ich brauche ein Katana und hätte sonst nichts drauf. Alter, ich ja, bin ja, Gott. Das, was sehen wir gleich. Ich brauche eine nasse... Katana rennt. Nee, ich brauche nur eine nasse, abgelutschte Seife und damit schnitze ich mir schon einen Katana. Hier muss doch noch ein Knüppel sein irgendwo. Da Bam, ist hier, Stühle. Ich werfe wieder mit Stuhl um mich. Die Kinder stehen drauf, wenn ich mit Braunstuhl werfe. Stuhl schmeiße. Ja, die Kinder sagen immer, wann werft ihr wieder mit Stuhl? Macht doch mal mehr mit Stuhlgang. Stuhlverzerrer, wieso benutzt ihr nicht mehr Stuhlverzerrer? Zack, hier. Reingeditscht. Und ein Knüppel. Guck mal, hier liegt das Katana. Hier liegt sein Cheat-Katana. Jetzt immer griffbereit, ne? Immer hat er seinen Cheat-Katana griffbereit. Ja, ja, man kann ja. Doch, weißt du, du kannst ja nicht Sachen, die du offensichtlich in der Aufnahme ja, siehst, wie du der Einzige bist, der das Katana angefasst hat. Ja, aber man weiß es ja nicht. Vielleicht hast du es ja hier dir so griffbereit hingelegt. Nee. Ey, ich bin halb tot. Wenn die dich treffen, ist es extrem dangerous. Aber wer soll mich schon treffen? Das ist ja, weil du wieder deine Modes anhast. Modes, ey. Ich habe einfach Knüppeltechniken, die kennt die Welt noch nicht. Hier, zack. Oh, jetzt habe ich den einzigen Hocker. Ich habe eben gerade den einzigen Hocker erkämpft. Ich schleudere das Katana. Alter. Tschüss, weg mit dem Katana. Buh, Katana, buh. Ich habe eine Klampfe. Der Knüppel steckt im Boden, ich kann nicht aufheben. Du hast einen Knüppel an deinem Hoden? Ich habe einen Knüppelhoden, du. Oh, da liegt's ja. Ah, der Baseballknüppel hier ist zerbrochen. Es gibt irgendwie keine Waffen. Es gibt keine Waffen. Der hier. Der hat einen Knüppel in der Hand. Vielleicht kann ich ihn wegtreten. Da, den. Zack, danke. Ah, ich habe hier ein Radkreuz. Achtung, der hat hier den einzigen Hocker. Irgendjemand sitzt hier sehr gut. Alter, der ist mir da eben voll entgegengeflogen und hat mich dabei aber verletzt. Mild, aber trotzdem verletzt. Mild, aber verletzt. Ey, ich wurde schon wieder geknüppelt. Du musst auf die Boxer aufpassen, Junge. Ja, die hauen richtig fies rein. Alter. Oh, geil, der Baseballknüppel ist schon wieder kaputt. Und sonst? Gibt's hier sonst nichts? Eine Gitarre, du musst ab und zu rein shockwaven und dann hoffen, dass irgendjemand was fallen lässt. Jimmy fallen lässt. Jimmy fallen lässt, Alter. Ey, nur das Katana gibt's hier, das kann man ab und zu mal werfen. Es gibt nur das Katana. Hast du noch irgendeine Waffe? Keine Ahnung, ich hab's geworfen. Ah, ich schmeiß es in die Menge. Ah. Ich glaube, das ist eine Katana-Karte, kann das sein? Ich weiß nicht, aber das Katana ist irgendwie gerade Ich glaube, es ist weggebuggt. Hast du schon wieder geworfen? Ja, klar. Alter, er schleudert hier das Katana. Aber ich weiß nicht, wo es jetzt ist. Freiwurf. Katana-Freiwurf, oder was soll das jetzt? Katana. Hey, hier ist doch irgendwas. Das da. Oh. Wow, Shockwave da mal rein. Bam. Mach da mal eine Schocki rein. Schocki. Hier noch ein Bassball? Ja, wenn du mal rein schockelst. Die kämpfen alle nur. Alter, die schleudern hier sogar die Tische um sich her. Ja, jetzt haben wir hier irgendwie ein Fistfight-Gemenge. Warte mal, im Startgebiet, ist da nicht irgendwas so hinter der Kiste? Nee, da ist nur so ein blöder Tisch. Okay, ich habe wieder eine Shockwave ready. Einmal hier rein. Ich habe das Katana gefunden. Ach, guck mal, das Katana. Damit ist das Spiel voll einfach. Ja, Katana Alter. Kann jeder. Aber ich suche hier noch einen Knuppel. Irgendwo muss einer sein. Oh, hier ist ein Riesenboxer. Irgendwas. Oh, ich darf keinen Treffer mehr abkriegen. Nee, niemand hat mehr was. Ja, also,
Wenn du willst, kannst du natürlich das Sheet-Katana nehmen. Nee, kannst du haben, wenn du es brauchst. Natürlich dein Ding dann, ne? Das musst du dir selbst. Nimm es ruhig, nimm das Katana. Hier, warte, ich werf's dir zu. Wo ist es denn hier? Bist denn du? Hier, bitte. Er hat seine Hand verloren und guckt sie auch noch so an und wackelt damit. Mit seiner Schwabbelhand. Oh, da höre ich das Katana. Das war nicht das Katana, das war ein Stuhl. Ja. Ein sehr harter Stuhl. Doch, so ein Fünf-Stuhl-Kill. Brauner Klotz. Alter. Ein fünfer Stuhl, ja klar, natürlich. Ein Five-Chair. Alter, hier sind noch so viele, das kriegen wir doch niemals hin. Dann nutzt er wieder das Katana. Nee, das war ein Baseball-Knuppel. Ah, er hat einen illegalen Knuppel. Was denn den stecken gehabt? Nee, den habe ich noch gefunden, der lag hier noch rum. Ich habe keine Ahnung, wo das Katana ist. Ja, weiß ich auch nicht. Du schmeißt es durch die Gegend, jetzt ist es wahrscheinlich verbuggt und... Ja, ist wahrscheinlich jetzt verbuggt und die Karte ist jetzt unlösbar. Weil du wieder rumheulst. Ah, da fliegt es an mir vorbei, ey. Ich heul's immer noch. Ja, ich hab... Wo ist es denn dann nun? Ja! Ja, da ist jemand auf einem nassen Katana ausgerutscht. Soll's geben. Nimmt es überhaupt mal hier ab, irgendwie? Spawnen die nach oder so? Und, wo hast du es hingeworfen? Hier drüben. Hier so in die Richtung. Katana Ball. Ein Spiel für die ganze Familie. Ein Teller, ein Teller. Oh, er ist schon wieder einer auf dem Katana ausgerutscht. Ja, anscheinend. Ist aber auch ein nasses Ding. Feucht und flutschig. Ist halt ein Kamasaku. Ein echtes Kamasaku. Guck mal hier. Oh, boah, wie viele sind denn das? Los, einmal hier durch. Alter, das hat aber ein bisschen übertrieben. Und in welchem Rektum steckt das Kamasaku? Kamasaku liegt, hier liegt's. Ich hab's gefunden. Kamasaku, Kraft! Feuer! Boom! Auf geht's! Irgendwie wird das Spiel zwischendurch so ein bisschen gelb, ne? Nee, ich glaube, das liegt eher an deinen Augen. Alter, da wird geschmeitet. Boah, richtig hier die Fleischfete, Junge. Aber nicht die Fleischfeten, die du immer feierst. Hier ist auf einmal Stühle gekommen. Aber ich finde das Katana nicht mehr. I have no idea. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich kaputt gemacht. Ah ne, hier drüben. Qualitäts-Katana verliert man nie. Du musst es lupfen. Ah. Rein mit dem Ding. Achtung. Feuer. Alter, wo hat er auf einmal den Stuhl her? Ich weiß es nicht, aber ich will den Stuhl abnehmen. Ich hab's da den Stuhl schon genommen. Also weißt du jetzt wieder, wo das Katana ist? Nee, ne? Nö, keine Ahnung. Irgendwo hier oder so. Ist gedespawnt. Kann überall sein jetzt. Wo bist du, Katana? Wo bist du? Bumm. Und zack. Ich springe von Kopf zu Kopf, aber hier ist kein Katana mehr. Normalerweise rutscht es ja richtig weg, ne? Das slidet und glidet. Slidet und glidet. Da ist es doch, guck mal. An der Kante? War wieder an der Kante. Aber warum slidet es denn quer durch die ganze Karte? Ich weiß es nicht. Manchmal bleibt es irgendwie easy irgendwo stecken, aber manchmal ist auch... Manchmal ist es auch zu hart. Das Pyjama. Ja, ab und zu bleibt stecken, ab und zu fliegt es aber durch die ganze Karte. Hier ist auch jetzt wieder bis nach hinten geflogen. Alter, es geht aber auch durch wie Butter, ne? Das ist ja auch, das ist ja hier so ein Leerdammer-Katana, ne? Bei 5 Packungen kriegst du ein Katana gratis. Meinst du? Ja. Oh. Ui, ich hab's weggestoßen. Oh, hier drüben ist nochmal ein riesiger Pulk! Und da fliegen sie. Wow! Sie fliegen, ey, Alter! Wow! Wenn du Shockwaves, kann ich das Katana nicht richtig schmeißen. Dann setz es ein. Pui.
alle machen mit. Wir treten Katana manchmal auch so gegen und sagen, no Katana. No Katana! Was, nur einen weggeholt mit dem Katana-Wurf? No Alter. Katana! Oh, der war gut. Hat er schon solche Cheat-Taktiken, die er anwendet, und dann kriegt er sie nicht mal richtig auf die Kette. No Katana! Wenn du es wirfst. No Katana! No Katana! No Katana! No Katana! No Knocker! No Boom, boom! Ich jumpe mit meinem Katana. Bam! Zack, voll in den Schädel rein von der dummen Sau da drüben. Ich bin hier mehr so der Kickpuncher. Und jetzt, bam. Steht hier unten im Fett der Spieler. Alter, ich hab den Häuptling da eben abgeworfen. Der Häuptling. No, es ist weggeflogen. Ui. Alter. Das ging gut durch. Weißt du, was richtig kacke wäre, wenn ein NPC das aufheben würde? Ja. So, ihr Wichser. Hat sich ausgeworfen mit dem Scheißding. Ich bin, ich kicke hier alle und dann fallen die um und dann bin ich einfach der Chef, weißt du? Die wissen genau, okay, mit dem legen wir uns nicht an. Ich glaube auch, dass nicht mehr wirklich viel lebt, oder? Na, viel kann es nicht mehr sein. Es dürfte jetzt langsam aber sicher auf eine Zahl zugehen. Es kann nicht mehr viel sein. Ist der von meinem Kick gestorben? Kick! Beam! Ultra Beam! Ja, den letzten Afro da hinten erwischt. Den letzten Last Afro Samurai. The Last Afro. Okay, die letzten kannst du wegfisten. Noch vier, ich sehe nicht mehr so viele. So, hier nochmal reingeschockelwaved. Hat die eben gerade einen Arm aufgelupft? Only throwing challenge. Aber einer fehlt wieder. Nee, hier ist er doch. Der da. Ist er tot. Bei mir habe ich keinen gesehen. Irgendwo einen, der im Boden steckt und gezittert hat. Hep! Okay, warte. Alter. Noch das eine war Minikarte ja hätten wir noch. Das war super easy. Ja, mit geschenkt, Katana. Alter. Geschenkt. Wir haben die Original Katana Cheats. Ja, du hast sie zuerst benutzt, hast gesagt, okay. Machen wir es so, machen wir es uns leicht, machen wir es uns easy. Alter. Spazieren wir rein, räumen auf und dann können die einpacken, die Gegner. Können die einpacken. Können die einfach einpacken. Wird alles lila hier irgendwie? Ja klar, Purple Mode. Purple Mode activated. Jetzt noch kurz in die Roboterfabrik, alles wegklatschen, 4 Minuten. Weiß ja, wie es läuft, wenn wir Skill rausholen. Ja, klar, Skill rausholen. Aber ich hab hier Musik, ich hab hier illegale Musik. Muss ich die aktivieren, Kinder? Ich hab hier legale Musik nur. Nee, bei mir kommt da irgendwie so ein Beat. Ich hab auf jeden Fall hier die Hand kaputt gemacht, die Roboterhand. Es geht los, die drehen durch. What? Alter, Fleisch. Der will mich knuppeln. Alter, kommen hier viele. Alter, was bauen die denn hier? Ein Robotersaurus Rex? Das ist doch hier diese, wie heißt denn die Firma nochmal von Terminator? Oh, hier ist ein Katana. Oh, easy, ey. Also, aber wir wissen nicht, ob das gut ist. Nee, es ist so ein Ranz-Katana. Ist kein richtiges. Fake! What the real Katana. What the real Katana do, ey. Alter. Bam! Terminator-Saurus Rex. Was ist mit denen los? Noch ein Menschen. Oh. Der eine hier will gar nicht umfallen. Oh, Alter, die sind unbesiegbar. Die Roboterknochenmenschen. Welche Roboterknochenmenschen? What? Ja, hier, Roboterknochenmenschen. Alter, du kannst sie nicht schälen. Wie willst du etwas töten, das du nicht schälen kannst? Yes. Alter, was ist das hier? Der Sleeping Room. Bam. Gib mir deinen verdammten Taser. Aber du kannst sie vielleicht tasern. Guck mal hier, so zack. Da verstehen sie gar nicht. Oh, die machen böse Schaden hier, diese Roboter-Dudes. Bam. Bam. Alle machen mit. Alter. Boah, der ist robust, du. Ja, ich hab den so lange mit meinem Gummiknüppel. Was hat denn der heute Morgen für ein Müsli bekommen? Ein ordentliches, wahrscheinlich Honignuss.
Wahrscheinlich, mit ein bisschen Macadamia. Oh, Macadamia ist geil. Das Edle. Edle. Das Edle, edle teurer. Nuss. Oh, oh, ich Alter, bin halb tot. Manche Leute sind echt überstabil. Hat er schon wieder ein Katana? Das lag darum. Geht nicht mehr ohne. Es geht nicht mehr ohne, sagt er. Ja. Einmal angefangen. Das ist, wenn ich da drauf drücke, auf den Knopf. Da sind Nackte und ein Masturbiertyp irgendwie. Alter, hier sind irgendwelche Gatlings. Und hier sind Römer. Die haben alles. Die haben einfach alles. Das ist doch gar nicht ihre Zeit. Hallo, guten Tag. Was machen Sie denn hier? Alter, Revenge of the Römer. Der Revenge of the Roman. Bam, Schädel eingeschlagen. So läuft's. Ohne Katana. Boah, hier ist noch ein Raum mit Leuten. Okay. Warum ist jetzt hier auf einmal eine Stachelwand? Komm nicht mehr raus. Doch. Okay. Ich hab einen Flammenofen angemacht. Willy Flambergers Ofen. Was bauen die hier für Sachen? Keine Ahnung, aber hier sind auch voll viele Naked Dudes. Boah! Ich schleudere dem da hier so ein Gewicht in den Rücken, ne? Und auf einmal... Warte mal, ich hol dich raus. Ja. Wo willst du mich rausholen? Ja, ich hol dich raus aus meiner Hose. Alter, was ist das hier? Der hat hier so ein krasses Bike. Testphase Omega eingeleitet. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist in dem Laden. Ist ja richtig heftig, aber wie machen wir Bonesacken tot? Ich weiß nicht, Bonesacken ist irgendwie übel und ich habe auch langsam keine Waffen mehr. Oh, hier gibt's noch Metal-Waffen. Alter, der hängt... Wissenschaftler. Boom. Hier sind halt auch noch einige nackte Spritzkollegen. Na, sind die jetzt glücklich, so weil ich ihren Chef... Ah, Waffen mehr wären halt mal geil gewesen, ne? Bam! Ich hab den T-800, habe ich erledigt. Aber der ist halt... Da gibt's zwei von. Hat er schon wieder ein Katana gefunden? Ich hab das da in der Ecke gefunden. Ich dachte, das wäre so ein Ausleihding, weißt du? Nee, hier, ich hab's jetzt weggeworfen. Nur wegen dir. Aber es will nicht. Guck mal, es federt zurück in meine Hand. Ich hab kein Leben mehr, ne? Alter, also. Dass der Chef hier aushält, ist ja der Wahnsinn. Nicht kaputt. Kriegst du nicht kaputt. Nee. Vielleicht können wir ihn mit der du musst Kraft das Katana. Du musst das Katana nehmen. Das ist, glaube ich, ein Baustein. Guck mal, ich schäle den so hart, dass ich schon auf die innere Knochenmarkdichte drauf hacke, weißt du? Ich schäle ja, sein Knochenmark. Der ist irgendwie auch nicht mehr. Guck mal, der stirbt ganz nicht. Koscher. Der hier auch nicht, das ist ein Roboter. Ey, was... Ich hab einen. Was der hier schon geschmeckt hat jetzt, ne? Alter. Okay, er ist tot. Aber wo ist der andere Cyborg? Hier drüben mit Nackten klopft, dass ich jetzt die Sau, die Kranke. Kranke Sau mit Nackten. Das ist heftig. Nobody is dying. Du, da, ach so, bei den Nackten. Ja, guck dir nochmal an, der eine da mit dem Scheitel, der ist auch unbesiegbar. Nee, no way, Alter, no way. Naked Man is down. Guck mal, der Skelettmann steht wieder auf. Er hat 20.000 Katana-Hiebe. Der hier ist auch noch nicht tot, der da. Achtung, Skelettmann steht auf. Skelettmann. In die Ecke treten. Der andere ist auch schon. Der wird zum Skelettmann. Das ist die Vorentwicklung. Treten! Oh, jawohl. Lass ihn nicht aufstehen. Ich kann ihn nicht mal mehr schlagen, weil zu wenig Fleischmasse noch dran ist. Ja. Guck dir das doch mal an, wie gut der geschält ist. Da ist doch nichts mehr. Einer ist von denen gestorben. Ich glaube, der Skelettboy, oder? Ja. Was ist denn mit dem? Was hat der für einen Superscheitel? Jetzt auch Skelettboy. Ja, da ist wirklich keine Substanz mehr dran. Nee, Ness. Alter! Wie hart muss man dir noch ins Gesicht stechen, bis du endlich aufgibst? Oh. Ja! Jetzt hat er endlich aufgegeben. Wow! Achtung, Patient X. Die Karte ist ja wirklich hart abgedreht, oder? Einer steht auf, vielleicht ist wieder einer von denen gottgleich. Nee, war eine Enttäuschung. Nee, der hat einfach nur zwei Päckchen Butter zu viel heute Morgen. Hier geht's in den Riesenraum, wo eine Riesen-Terminierungsspinne ist.
Super Mac Mini Spider irgendwie, ja, und keine hier Ahnung. Ist auch noch Kram. Ja, auf jeden Fall am Start. 9! 8! Ja, den Knuppel! Yes! Ah, schön zu legen. Da müssen wir hier rein. Könnte auch noch was sein, ne? Ach du heilige Scheiße. Das ist da ist eine Spike-Wand. Oh, er hat sie geöffnet. Die Wissenschaftler, sie kommen! Einer noch! Er ist tot! Öffne die Spike-Wand, ich komme. Wir haben es geschafft, wo lang? Da hinten sehe ich einen Exit. Ah, ja. Geil. Hui. Yay. So, das Alter, war's. 300 Gegner gekillt heute. Lasst eine Bewertung da, wir waren fleißig. Das muss jetzt auch belohnt werden mit Likes. Bis zum nächsten Mal. Ein Bussele auf die Wange und tschüss.